Ich nehme die. Die finde ich irgendwie cool. Achso, einen Forschungsbaum gibt's auch. Aha. Ist mir zu kompliziert. Egal. Auf ins Gefecht. Wo geht das? Wie mache ich das jetzt? Ich will spielen. Ah, ach so, man darf nicht auf die Mel. Ah, ja, okay, gut, verstanden. Aha, gut. Machen wir. Play. Ich nehme also alle vier quasi mit und wähle dort dann spontan auf. Ist ja ein bisschen wie bei War Thunder, wo ich mir ein Deck zusammenstellen kann. Finde ich gut. Gefällt mir. Ist ein War Thunder nämlich eine ganz tolle Sache, um einfach eine gewisse taktische Überlegung ins Gefecht zu bringen. Also man fängt zum Beispiel klassisch eigentlich an mit einem leichten oder mittleren Panzer, damit man relativ schnell cappen kann. Wechselt dann für die Hauptschlachtphase im Gefecht eher auf einen Heavy oder von mir aus auch zur Unterstützung noch auf einen schweren TD. Also Tank Destroyer gegen Ende des Gefechts oder je nachdem, wenn der Gegner relativ starke Flugzeuge in die Luft bringt oder damit wirklich einen ernsthaft ärgern kann, bringt man vielleicht mal Flakpanzer ins Spiel. Also da kann man recht schön den Gefechtsverlauf quasi entsprechend sich auswählen, was man ins Gefecht was man verwendet. Finde ich also wirklich eine gute Idee. So, also sieht schon gut aus. Ja, die Unreal kann halt was. So, wir nehmen Monku Chaco. Achso, nee, ich will Mr. Enki. Das klingt wie Mr. Ja, ist ja egal. Ich wollte jetzt schon. Achso, das sind die anderen Spiele. Gut. Also gut, das soweit kennen wir das ja optisch, so Beginn vom Gefecht, so von ähnlichen Spielen. Und ab geht's. Alle Mann auf Gefechtsstation, feindliche Kontakte voraus, Gefechtsbereitschaft herstellen. Halt, gute Frage. Traditionell würde ich fast sagen, wir bleiben im geschlossenen Verband, damit wir das Feuer konzentrieren können. Weiß halt genau, was in dem Spiel mehr Sinn macht. Ob man hier vielleicht auch mal flankierend arbeiten sollte, aber ich glaube, dafür habe ich das falsche Schiff. Nenne ich das richtig mit den Torpedosalben? Alter, fliegt man nicht ins Ziel. Captain, wir arbeiten uns langsam wieder ran. Torpedo unterwegs. Feindlicher Zerstörer geschrottet. Also ich glaube, dass das Bots sind als Gegner. Autokanonen sind ready. Achso, die Kanonen sind eher für Abwehr. Wir haben einen Artilleriekreuzer ausgeschaltet. Alter, was ist jetzt? Jetzt. Waffen haben Ziel erfasst. Torpedo unterwegs. Raketen werden abgefeuert. Raketensilos werden aufgefüllt. Die Raketen meine Verschwendung. Zerstört, Captain. Ich glaube, das da unten ist hier ein Dreadnought. Wir vernichten sie, Schiff für Schiff.
abgefeuert. Oh, die Torpedos haben nur eine kurze Reichweite, okay. Ich habe mich dann doch ein bisschen zu weit nach vorne. Achso, und dann muss ich, okay. Nee, das ist ein anderer Spieler. Achso, ich steige auf jeden Fall wieder in dem gleichen Schiff ein, oder was? Oder habe ich das gerade verpeilt mit der Auswahl? Ja, bis jetzt halte ich mich da eigentlich ganz gut. Gucken wir, dass wir schnell wieder ins Gefecht kommen. Danke für die Unterstützung. Aufgeschaltet. Wir haben Sie, Captain. So, wer ist denn das schwächste Glied in der Kette der? Ei, Torpedos abfeuern. Puh, vielen Dank. Unsere Waffen haben das Ziel erfasst. Raketen abgefeuert, Captain. Alle Silos laden nach, Captain. Autokanonen sind ready. Hi, Captain. Sie wird aktiviert. Das war's. Rumpf des feindlichen Zerstörers bricht aus... Wir wurden getroffen. Sofort Schadenskontrolle einleiten. Torpedoaufschaltung bestätigt. Nachladevorgang läuft. Komm, übelst haue. Wir können nichts mehr tun. Es ist vorbei. Das Schiff. Wie oft darf ich wieder einsteigen? Ah, bei C kann ich auswählen. Wobei ich die echt gut finde eigentlich. Aber trotzdem gehen wir mal mit dem Baby jetzt ins Gefecht. Raketen haben freie Bahn. Alle Vulture starten. Das war jetzt auch Verschwendung eigentlich. Schild aktiviert. So, ran an den Feind. Was ist das denn? Ah, okay. Ist eine Optik. Für Ballistikfreizeit. Breitseitenbatterien feuern. Abwehrsystem aktiviert. Wir vernichten sie Schiff für Schiff. Feindlicher Zerstörer geschrottet. Abwehrsystem wird geladen. Hohe Schäden auf mehreren Decksketten. Feindliche Sprengköpfe haben unsere Position erfasst. Freizeiten! Feuer eröffnen! Vultures sind unterwegs. Das Schiff verlassen! Na, die Raketen haben abgesetzt. Tja, anscheinend darf ich immer wieder rein. Wie lange geht das dann? Ich meine, das muss ja irgendein Ziel haben. Vultures ausgerichtet und feuerbereit. Feind stürzt ab. Vulture-Raketen haben freie Bahn.
Gefechtsbereitschaft starten. Feindliche Flotte zieht sich zurück. Gefechtsbereitschaft aufheben. Also das heißt, wir kämpfen bis zu einem gewissen kritischen Punkt, wo die feindliche Flotte so hohe Schäden erlitten hat oder so hohe Schiffsverluste, dass das Gefecht abgebrochen wird. Aha, okay. Gut, das kennt man soweit von anderen Spielen. Schön. Ja, also ganz doof habe ich mich nicht angestellt. Auf der anderen Seite, es war Rekruten-Level gegen KI, also gegen ein PvE-Gefecht. Also, wenn man das verkackt... naja, sagen wir so, dann sollte man vielleicht nochmal mit den ganz einfachen Spielen anfangen. Hier so dreieckige Kreise und Vierecke in die entsprechenden Öffnungen drücken. Naja, wie auch immer. Schön. Ich würde jetzt trotzdem sagen an der Stelle, wir können einfach sagen, jawohl, ich mache jetzt mal den Ton noch leiser. Ich habe immer das Gefühl, das Spiel knallt mir voll in die Ohren. Und ich habe überhaupt keinen Bock drauf, jetzt die ganze Zeit zu schreien. So, also, wir halten jetzt mal fest, Dreadnought, wussten, dass es das gibt, ist ja schon mal gefragt, der Games Archiv. So viele Jahre nachdem ich das letzte Mal da war, muss ich sagen, jawohl, hat sich entwickelt. Positiv, sieht gut aus, macht Laune, schwer ist es jetzt auch nicht, also sagen wir schwer im Sinne von, da brauche ich jetzt eine riesen steile Lernkurve, bis ich verstanden habe, was ich hier machen soll. Jetzt nicht so toll finde ich, dass das irgendwie nicht sauber oder vernünftig übersetzt ist. Ist jetzt für mich jetzt nicht so schlimm, finde ich aber, wie gesagt, aus professioneller Hinsicht irgendwie schlampig. Wie gesagt, ist ja böse gemeint, ist einfach so Wahrnehmung, die dadurch halt kommt, durch dieses Deutsch-Englisch-Mischmatsch, den die da produziert haben. Schnelles, lustiges, also schnell im Sinne von, ich muss jetzt nicht erstmal den halben Universum durchkreuzen, bis ich einen Feind treffe, sondern es läuft halt, es ist halt ein Arcade-Shooter mit Raumschiffen, um es mal ganz böse auszudrücken, also ohne so zu meinen. Schnell ins Gefecht, draufkloppen, raus aus dem Gefecht. Ja. Schiffe skillen, neu erforschen, kennt man ja, das ist völlig klassisches Spielprinzip, wie wir es jetzt aus diversesten Spielen, World Warfare, World of Tanks, War Thunder, um sie nur zu nennen, Star-Konflikt, um mal im halb ähnlichen Genre zu bleiben, also mit bam, bum bum mit Raumschiffen zu bleiben, passt soweit, ja. Ob da jetzt großartig Pay-to-Win kommt, das ist so eine unheimlich beliebte Grundsatzdiskussion, die bei Free-to-Play-Spielen früher oder später immer auf dem Papier landet. Wobei man auch da mal sagen muss, es gibt total unterschiedliche Betrachtungsweisen. Fände ich mir total spannend, habe ich glaube ich schon mindestens 20 Mal erwähnt, dass traditionell europäische und nordamerikanische Spieler oder ja, nordamerikanischer Kontinent das irgendwie ablehnen und sagen, es ist aber spielverzerrend, benachteilt Spieler, die sich nicht einkaufen, während traditionell tatsächlich asiatische oder osteuropäische und russische Spieler dazu neigen zu sagen, eure Armut kotzt mich an, wenn ihr nicht mithalten könnt, ist doch euer Problem, ich kaufe, was die Kreditkarte hergibt. Also das sind einfach grundsätzlich, da sind die Spieler-Communities auch gespalten bei dem Punkt. Also zumindest grundsätzlich ist das als Tendenzen wahrzunehmen. Whatever, ich kann das jetzt hier weder falsifizieren noch verifizieren, um mal den studierten Männern raushängen zu lassen. Ich denke, wenn man das, man kann sich das Spiel ruhig mal anschauen, wie gesagt, free to play. Wenn einem das gefällt, dann kann man da tiefer reinspielen und dann kann man für sich selbst irgendwann den Punkt erfahren, wo man sagt, okay, ist mir zu viel, ist mir vielleicht auch zu wenig Kaufzeugs, weiß ich nicht. So im ersten Eindruck finde ich, ist es ein hübsches, schickes Bum-Bum im Raum, im Weltallspiel. Beziehungsweise gerade eben waren wir interessanterweise innerhalb von der Planetenatmosphäre. Interessant, sich mit solchen Waffen... egal, jetzt, wir wollen jetzt hier nicht anfangen mit realistisch. Das ist in einem Arcade-Shooter immer sinnfrei. Das ist fast so sinnfrei wie die Diskussion, die wir innerhalb unseres Clans immer ganz gern über World of Tanks führen, so... Den Panzer hat es ja nie gegeben und diese Premium-Munition ist ja wie Zaubermunition und überhaupt ist dieser Panzer total unhistorisch. Ja, Alter, ist so. Aber World of Tanks hat auch nie behauptet, es will ein realistisch-historisches Spiel sein.
Also, das so Diskussion kann man hier direkt mal rausnehmen. Ja, wie gesagt, ich hau jetzt aber trotzdem meine Stempel drauf, setze einen Cut. Ich komme gern mal wieder her. So macht es ja auch durchaus Spaß. Für den Faktor Games Archiv war es jetzt einfach mal wichtig, mal wieder reingeguckt zu haben, wie geht's eigentlich, gibt's das Spiel noch und läuft das und was passiert hier, wie hat sich das entwickelt, hat sich das vielleicht grundlegend nochmal verändert, aber ich würde sagen, das, was wir damals, also ich, in der Alpha und Closed Beta gesehen habe, auf dem Pfad sind sie geblieben, grundsätzlich erstmal, optisch hat sich ein bisschen verändert, so vom Menüaufbau und allem, das kann man mit den alten Videos ja ganz gut abgleichen. Ob das jetzt positiv oder negativ zu sehen ist, ja, das, da muss man halt sich reindenken und dann, ja, ist jetzt auch nicht die große intellektuelle Hürde eigentlich, denke ich, für die meisten Spiele. Dementsprechend, ich wünsche euch was, gute Gefechte. So, ich nochmal, ja, also mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ja, also, ich habe das gerade eben gemerkt, ja, wenn man das Spiel ausmacht, ist das Launcherfenster noch da. Und da stand oben rechts in der Ecke Englisch. So, also, mein Rumgemotze über unprofessionell streichen bitte an der Stelle und setze Monty Depp kann nicht richtig lesen. Ja, also, man kann im Launcherfenster Deutsch auswählen und dann ist das alles übersetzt. So, dementsprechend Kommando zurück, ja, ich nehme das zurück, sorry, an der Stelle an die Entwickler, so, gut, jetzt hätte man das Upgrade auf Elite auch nur über, ja, das ist jetzt, in der Suppe, nein, okay. Was mich jetzt an der Stelle aber viel mehr fasziniert ist, dass wenn man das auf Englisch lässt, so wie ich das ja vorhin gemacht habe, und starte das, da dann ja trotzdem deutsche Wörter drin vorkommen, und das Intro ja auf Deutsch synchronisiert gelabert wurde, oder habe ich das geträumt? Nee, da wurde doch Deutsch geredet. Weil, sorry, wenn ihr jetzt denkt, der Monty ist schwerst dement, noch nicht hoffentlich, ja, mit Klopf auf Holz. Nein, sondern es ist so, ich schaue mir dermaßen oft Filme oder Serien auf Englisch an, dass ich das manchmal überhaupt nicht richtig peil, ob ich jetzt was auf Deutsch oder Englisch geguckt habe. Wenn mich hinterher einer fragt, so, da sitze ich erstmal da, so, warte mal, habe ich das jetzt auf Deutsch Englisch geguckt? Also, da ist mir das manchmal überhaupt nicht bewusst, so richtig. Ja, und das soll jetzt nicht von wegen so, der Monty, der Großkotz. Also, nicht falsch verstehen. Verstehen ist bei mir super. Wenn ich jetzt irgendwo ausgesetzt werde in dem richtig englischsprachigen Land, also die muttersprachlich Englisch sprechen, da sitze ich da ganz oft und denke, what the fuck? Was reden die da? Also ganz schlimm, London. Echter Londoner Cockney. Wobei, das spricht man ja ohnehin nur im Umkreis von den, wo man die Glocken hört von, habe ich vergessen, wie die Kirche heißt, um mal klug zu scheißen. Ja. Ich weiß sogar, woher der Ausdruck Cockney kommt, ja, von dem Londoner, der auf Landurlaub ist und hört, wie ein Pferd wiehert und meint, wie das, freut sich darüber, wie das Pferd lacht und wird darüber aufgeklärt, dass das Wiehern heißt und wie am nächsten Morgen der Hahn kräht, er dann sein neues Wissen zum Besten gibt, hört man, wie der Hahn wiehert. Und daher kommt dieses how the cock neighs. Na, daher kommt das der Cockney-Dialekt. Ey, ja, wurscht jetzt. Wie bin ich gerade drauf gekommen? Achso, ja, also wenn ich irgendwo da ausgesetzt werde und ich soll denen was auf Englisch erzählen, dann gucken die mich auch immer mitleidig an, so wegen, es gibt drei Möglichkeiten, es ist ein Ausländer, er ist behindert oder beides. Also, ja, das ist immer, das ist die drei berühmten Stufen doch, oder? Erstmal Grundlagen, dann verstehen und das nächste ist halt, die Höchststufe ist halt anwenden. Ja. So, jetzt habe ich nochmal den Faktor Bildungsauftrag hier rausgehauen. Nee, also wie gesagt, sorry für mein Rumgemoser vorhin. Ich war einfach zu doof, um im Launcher die richtige Sprache auszuwählen. Also alle, die gedacht haben, das Spiel ist nichts für mich, ich verstehe kein Englisch. Ja, ruhig, Brauner. Gibt's auf Deutsch. Gott. Jetzt aber, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.